wunderschönen guten Abend zusammen zum Helpdesk des Stereo Traders. Das Ganze natürlich mit dem Entwickler des Stereo Traders, ja, Dirk Hilger, ganz klar. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier heute Abend begrüßen zu der monatlichen Webinarreihe, in der es ja eigentlich um Sie geht, ja, liebe Teilnehmer. Denn das Webinar lebt davon, dass Sie Ihre Fragen zur Plattform stellen, beziehungsweise zum Interface für den Stereo Trader, ja, und der Dirk möglichst jede Frage, die reinkommt, beantworten kann. Klar, manchmal immer schwierig, wenn da manche komplexeren Dinge sind, aber wir versuchen ja alles so gut wie möglich zu beantworten. Von daher, darum soll es hier heute gehen. Dann springe ich aber einmal, bevor ich hier an den Dirk gleich übergebe, einmal zum Risikohinweis. Denn auch dieses Webinar, ja, ist kein Live-Trading, ist ja nur ein Helpdesk. Aber trotzdem, bitte verstehen Sie das Ganze in keinster Weise als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Vollkommen egal, was der Dirk gleich zu Testzwecken vielleicht einmal kurz handeln sollte oder sowas. Ja, schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und das Ganze dient natürlich nur zu Schulungszwecken. Ja. So, genug Organisatorisches vorweg. Dirk, bist du da? Ich bin theoretisch da. Du bist Im Bildschirm theoretisch aber da. irgendwie nicht. So, was? Ja, Ja, wir dann gucken warte ich. mal. Ich Ja, ich gebe habe dir mal die Moderatorenrechte. zu viel Livestreaming gemacht hier. Mit irgendwie. Naja, ich habe schon mitgekriegt. Bist ja jetzt ein bisschen bei YouTube als Livestreamer auch unterwegs, ne? Ja. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Nee, hier ist. Ich habe hier so eine Row da unten drin. Die will irgendwie nicht weg. So, das ist so halb das richtige Bild, aber unten, was da unten steht, ist natürlich Quatsch. Was da unten so durchläuft. So, weil ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Also ich schalte ja eh um hier auf das andere Bild und hoffe mal, dass das dann jetzt auch dann funktioniert. Das sieht aber erstmal soweit gut aus, ne? Das sieht ganz gut aus. Ja, Serial alles ein Trader bisschen ist dran, dunkel. Meter Trader ist dran. Ja. Ja, Das sollte okay. passen Sollte soweit. soweit passen. Gut, so, dann sage ich an der Stelle auch mal Hallo, herzlich willkommen hier zum Helpdesk Live, ohne Kamera, wie man sieht. Irgendwie, ich war leider ein bisschen spät an und deswegen habe ich das nicht mehr ganz umgestellt gekriegt. Ich bin ja froh, dass es überhaupt läuft. Habe ich ein bisschen unterschätzt, den Aufwand, das alles nochmal zurückzustellen, aber das sollte ja dann trotzdem so passen. So, jetzt kommt wahrscheinlich wieder der Effekt mit dem Datenschutz, weil GoToWebinar wieder wahrscheinlich irgendwo das Ding jetzt hinzimmert, wo es nicht soll. Ah, ne, geht. Okay. Nee, war die Nee, Frage. Ich ist habe nichts passiert. gerade mal Nichts passiert, aufgeklappt nichts und manchmal, meistens kommen die immer da, wo sie nicht kommen sollen. passiert. So, also, wie schon gesagt wurde, Fragen, die ihr habt, gerne einfach hier rein und wir versuchen die dann, beziehungsweise ich versuche die halt zu beantworten, so gut es geht, hier während des Webinars. Und dafür ist die ganze Geschichte ja da, dafür machen wir das ja. Und deswegen, das Ganze lebt davon, dass wir hier Input kriegen. So, wenn kein Input kommt, dann setze ich mich mit einem Bier in die Sonne. Das schon mal als Drohung dafür, wenn halt hier nichts passiert. So, aber da kommt ja gerade. So, bitte nochmal kurz erläutern, der Oliver, wie man die Fehlermeldung, dass TP und SL nicht null sein dürfen, beseitigt. Egal, welche Einstellung man ändert, ordert, wird dann nicht mehr ausgeführt. Nur der Neustart vom MetaTrader hilft, weil für StereoTrader auch nicht. Also grundsätzlich, die Logik ist ja die, ne, dass man halt hier, solange man flat ist, alles einstellt. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie sage, Stop 50 Punkte und irgendwie TP auch 50 oder 100 oder was auch immer, aktiviere die ganze Geschichte und sobald ich dann jetzt hier nämlich dann jetzt eine Position reingebe, wird das gesetzt. So, wenn ich jetzt aber halt währenddessen, also das ist ja grundsätzlich so die Vorgehensweise, ne? So, und das heißt auch eben, dass sobald ich jetzt hier irgendwas ändere, während dem Trade, während des Trades, ne? Wie jetzt hier zum Beispiel, gut, jetzt hat hier gerade der Autostop beziehungsweise Break-Even-Safe hat hier gerade gegriffen. Aber alles, was ich während des Trades mache, hat halt nachher keine Auswirkung. Das heißt, es wird dann immer daraufhin zurückgesetzt. So, ich weiß, das hat mir der Heiko irgendwie auch mal zugespielt. Ich habe den Effekt auch schon mal gehabt, dass das wohl irgendwie manchmal
nicht richtig erkannt wird, wenn der Trade geschlossen wurde. Weil eigentlich müsste es jetzt so sein, wenn ich jetzt hier nochmal drauf drücke, sieht man, da kommen halt nochmal genau die gleichen Einstellungen. Das passt alles. Aber generell kommt es immer nur darauf an, was da eingestellt ist. Also hier in dem Feld hat hier, ne? Solange man eben, wie gesagt, flat ist, ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel, mal gucken, ob ich das hinkriege, das zu provozieren, dass es dann halt eben nicht geht, ich weiß es nicht. Herr Timo, da kommt er. Habe ich da Bier gehört, schreibt er. Ja, du hast Bier gehört. Alkoholfrei natürlich. So, mal gucken, passiert da was? Also, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es genau die Stelle, wo er runtergeht. Man weiß es nicht. So, gucken, vielleicht ja nicht. Vielleicht hat er Lust mitzuspielen. So, wenn ich jetzt hier TP 0 setze und der Trade geht raus, setzt das, sobald ich flat bin, aber auch wieder zurück. So, wie gesagt, ich habe schon mal gesehen, gucken, ob ich das provozieren kann. Auch nicht. Also, dass dann halt irgendwie dann die Meldung kommt, ja, irgendwie darf nicht 0 sein, ja. Und das kriegt man letzten Endes dann dahin, damit in den Griff. Man musste nichts neu starten, sondern einmal halt hier den Wert ändern. Und dann sollte das eigentlich schon gewesen sein. Ne? Also, weil ich bin da auch so ein bisschen auf der Suche, beziehungsweise wie man sieht, es ist halt echt kaum zu provozieren, die ganze Geschichte. Aber eigentlich ist das halt der ganze Zauber. Ne? Also, dass man halt, wie gesagt, wenn die Meldung kommen sollte und hier steht was anderes, einfach einmal kurz den Wert rauf, runter ändern. Und dann müsste das funktionieren. Oliver, ich hoffe, dass das hilft. Und damit ist die Frage beantwortet. Huch, da passiert ja richtig was. Da geht die Luzi ab. Ja, der Markt scheint irgendwie genau das zu machen, was ich im Blog geschrieben habe, nämlich, dass er einmal bis zum SMA 20 läuft und dann die Rolle rückwärts macht, der Dow. Und das hat er irgendwie gerade gemacht, also im Daily. Ne? Das sind wir am Rande. Das heißt, wir fallen jetzt wahrscheinlich auch noch da unten durch. Aber das ist kein Trading-Webinar, sondern das ist ein reines Helpdesk. Ne? Also mir ist das jetzt auch egal. Das ist nur Demo hier, hoffe ich. Ja. Und von daher spielt das jetzt keine Rolle, was der Markt macht. Ich versuche nur hier den Fehler irgendwie zu provozieren. Mir nicht. So, ich habe hier unendlich Margin quasi. Na, vielleicht kriegen wir es ja so provoziert, wenn irgendwie viele Positionen drin sind. Es kann halt auch sein, ne, dass der dann halt irgendwie da halt irgendwie Timing-Stress kriegt. Und dann halt irgendwie die ganze Geschichte nicht mehr richtig stellt. Ja, nützt auch nichts. Okay. Mal gucken. Ne, auch. Also stimmt auch auf Anhieb wieder. Ne? Ja, wie gesagt, ne? Also ich habe selber auch schon gesehen, aber wie ihr seht, ich kriege es kein Stück weit provoziert hier. Ne? Und wenn das so ist, einfach nur wirklich hier an dem Wert den einmal irgendwie kurz ändern, einmal rauf, runter. Und dann, also nicht während des Trades, ne, sondern wenn flat. Und dann müsste das Ganze funktionieren. Also dann sollte das aus der Welt sein. Sag, ich versuche mal hier mit endlos viel Positionen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Versuche den dann mal halt draufzusetzen. Sofern wir hier ein bisschen Gegenbewegung kriegen. Jesus, da ist was los. Ich im Trail, ich weiß nicht. Ja gut, hier hat er natürlich was zu tun. Ne? Die Meldung ist natürlich Quatsch, aber es sind gerade irgendwie 27 Positionen drin. Wie gesagt, vielleicht lässt sich das provozieren. Ich weiß es natürlich nicht. Aber auch hier kann ich mal irgendwie zumindest schon mal minus 10 auch schon mal einstellen. Und mal hier mal ein bisschen überfordern, die ganze Geschichte. Ja, schade, dass es nicht Live-Konto ist. Hätte schon Sinn gemacht. So, nochmal. Nee, auch nicht.
Also, krieg's nicht hin. Ja, genau. Ne? Also nachdem Flat ist, kurz den Wert ändern und dann ist gut. Ja, das hätte es schon gelohnt, hier fährt. Okay. Naja. Warum ist das in dem Moment alles so einfach? Gut. Was haben wir denn noch? So wie ich das sehe, war das bisher tatsächlich die einzige Frage, die hier aufgetaucht ist. Nur mal kurz von meiner Seite meine Frage in die Runde. Wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen Stress mit manchen Lizenzen, beziehungsweise halt im Nachhinein haben wir herausgefunden, es hat eigentlich immer nur, war es immer nur dann der Fall, wenn irgendwie nicht nur der Stereo-Trader allein gelaufen ist, sondern auch irgendwelche Add-ons und dass dann halt auch teilweise die Meldung kam, keine Lizenz für den Stereo-Trader gefunden. Vielleicht meine Frage in die Runde, hat sich das jetzt gänzlich erledigt oder ist da noch irgendwas von übrig geblieben? Also ich gehe eigentlich davon aus, beziehungsweise wir, der Timo hat da mit mir gelitten am letzten Wochenende und wir haben da halt gesucht ohne Ende. Haben auch nur so eine halbe Erklärung dafür, aber die einzig logische. Und nachdem das dann halt angepasst wurde, so, kam dann auch bis jetzt nichts mehr. So, trotzdem nochmal die Frage, ob es da noch irgendjemand gibt, der da noch irgendwie Stress hat. Meinst du damit diese Geschichte von wegen passiver Modus und so? Ja, genau, richtig. Also ich habe es nur einmal danach noch mitbekommen, dass Ja, es wir bei haben einem es. noch lief. Ja, weil es wurde zweimal tatsächlich, wurde dann fix eingespielt. Und weil das war so leider so ein bisschen Rätselraten. Und waren eigentlich zwei mögliche Quellen, woran das liegen könnte. Und die letzte sollte eigentlich auch, also mit dem ersten Fix sind schon einige, wo es dann wieder funktioniert hat. Und dann mit dem zweiten Fix, dann war, wie gesagt, soweit ich weiß, gar keiner. Okay, bei welcher Frage bist du jetzt gerade gewesen, wo du gesagt hast, es gibt keine neue mehr? Das war die von 18:05, ne? Aber danach sind noch gut Fragen reingekommen. Ach so, ich sehe, ist, ach, ja, sehe ich jetzt auch gerade. Okay. Gut, also, aber ich glaube, die, genau, also die von 18:09 vom Yannick, die bezieht sich auch auf die Frage von gerade. Also er sagt, früher konnte man SLNTP in den Einstellungen setzen, jetzt anscheinend nur, wenn man flat ist. Genau. Ne, also das vorher gab es ja halt im Setup gab es ja so ein Feld, ne, wo man halt dann hier beim Trading, da gab es dann halt irgendwie so Stop Loss, Take Profit, aber eben halt nicht Trail und alles andere. Und das ist in der Tat so geändert, ne? Also das hat jetzt, das ist halt komplett weggefallen. Dafür wird aber alles, was man halt hier einstellt, während man halt eben flat ist, wird dann halt eben als Default quasi dann halt hinterlegt. Ne? Richtig. So, eine Frage bei mehreren offenen Charts und dem Wechsel. Was ist denn mit dem Markt da los? Das riecht richtig ab. Bei mehreren offenen Charts und dem Wechsel von einem zum anderen ist das Trade Panel eingeklappt. Bei mehreren offenen Charts und dem Wechsel von einem zum anderen ist das Trade Panel eingeklappt. Verstehe die Frage nicht. Also es ist ja nur eingeklappt, wenn man es einklappt. Die Frage ist, gibt es einen Trick, das Panel offen zu lassen? Also müsst ihr jetzt eigentlich beantworten, ja, nicht einklappen. Aber wahrscheinlich ist ja was ganz anderes gemeint. Also vielleicht legst du da nochmal nach, Janik. Ich verstehe es gerade irgendwie nicht so. So, dann gehe ich mal auf die Frage davor. Gibt es eine automatische Möglichkeit, Teilgewinn zum Beispiel nach 10 Punkten zu realisieren? Und den Rest mit einer der vielen Trading-Funktionen zu managen. Jetzt muss man dafür immer manuell die Positionsgröße ändern, um dann den Rest traden zu können. So, habe ich nicht genug Kaffee oder nochmal? Gibt es eine automatische Möglichkeit, einen Teilgewinn nach zum Beispiel 10 Punkten zu realisieren und den Rest zu managen? Jetzt muss man dafür immer manuell die Positionsgröße ändern bzw. verkleinern.
und dann den Rest trailen zu können. Also, ich verstehe es so, dass er quasi einen Take-Profit nach 10 Punkten haben will und wenn der gegriffen wird, danach erst der Trail anfängt. Weißt du? Ja, so halb. Also, was ich verstehe das Problem jetzt auch nicht so ganz. Also, was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mal angenommen, ja, der geht wahrscheinlich runter. Aber wenn ich jetzt mal angenommen, wenn ich jetzt hier irgendwie das Ding nach, gucken, was jetzt hier die richtige Richtung war, ich fürchte fast nicht. Wenn ich jetzt hier sage, nach 10 Punkten nehme ich halt irgendwie irgendeinen Teilgewinn XY. So. Und da schreibt er, bis jetzt muss ich dann die Positionsgröße ändern, verkleinern. Ja, das ist auch mein Verständnis dafür von einem Teilgewinn. Also das heißt, ich müsste jetzt hier die Position, die drin ist, und die jetzt gerade dann irgendwie bei 10 ist, könnte ich ja dann halt irgendwie sagen, ja gut, was weiß ich, ich gehe halt hier irgendwie da oben dann halt irgendwie mit der Hälfte raus. Und danach würde ich trailen. Also so würde ich es ja dann halt machen. Das heißt, wenn jetzt mal angenommen, ich will wieder da oben hin, ja, da so in dem Bereich, dann würde ich ja halt hier irgendwie den Trail anwerfen. Und auf der Strecke bis dahin wäre hier die Hälfte raus. So, wie könnte man das denn irgendwie, oder andersrum gefragt, was ist daran falsch, so wie ich das hier jetzt eigentlich dann machen würde. Aber der Frank schreibt hier was. Ja. Ja, also der Frank schreibt gerade, vollautomatisch geht das mit Ghost. Ne? Also es ist ein Add-on vom Timo. Da gibt es ja so ein paar Sachen, die halt nochmal auf erweitertes Positionsmanagement da halt abgestellt sind. Und verstehe ich das richtig? Also Timo, kannst du ja vielleicht irgendwie auch, also Teilgewinner, ja. Also es ist quasi so ein ATM, ne? Also kein Geldautomat, sondern Advanced Trade Management, wie man das ja auch von anderen Plattformen her kennt. Ist aber jetzt im Stereotrader selbst so jetzt nicht drin, aber mit Add-ons natürlich kein Thema. Ja, weil das Ding, also ich verstehe das, ne? Ich finde es auch gut. Aber geht dann halt, sage ich mal, über die Basis oder das, was für meine Begriffe vielleicht eine Basisplattform irgendwie können sollte, so ein bisschen hinaus. Ne? Das kann man ja mit Add-ons stressfrei realisieren, so eine Geschichte. Also im Standard geht es beim Stereotrader nicht, das stimmt. Ne? So, aber mit dem Add-on, wie zum Beispiel Ghost, geht es. Dass man halt dort irgendwie sagt, ja, so macht man halt irgendwie nach so und so vielen Punkten löst so viel aus, nach so und so vielen Punkten dies und das und jenes. Ich kenne es halt vom Ninja Trader, dort ist es ja irgendwie auch ganz ähnlich mit dem ATM. Ist es dort gemacht, kann man mal in Zukunft drüber nachdenken, aber dass man halt irgendwie ansatzweise auch integriert, aber war bis jetzt halt nicht wirklich das Thema. Und wie gesagt, wenn es ja Add-ons gibt, so why not? Und wenn der Timo das gemacht hat, könnte ich mir vorstellen, dass es auch ordentlich gelöst ist. Also hier wäre es halt, ne, ich würde es halt so jetzt, er hat keine Lust hier mitzuspielen, der Markt. Ich würde halt hier jetzt einfach dann die Hälfte rausschmeißen, also nach dieser Strecke, ja klar, ist natürlich manuell in Anführungszeichen. Ich meine, hier ist es halt jetzt halbautomatisch, es ist halt nicht vollautomatisch, ne? Aber generell lässt es sich darstellen auf diese Art und Weise. Ne? Nur eben nicht vollautomatisch, ja. So halt. So, genau so. Ne? So, jetzt ist halt hier die Hälfte rausgeflogen, ohne dass ich irgendwas dafür tun musste, auch mit einer Limit-Pullback-Order, wie man sieht. Und damit halt auch wesentlich eleganter als jetzt mit einer normalen Limit oder halt eben auch einem festen Exit, weil das hier hat bestimmt gerade irgendwie 10 Punkte, 15 Punkte extra gebracht, die Limit-Pullback gerade. Aber halt eben, wie gesagt, nicht komplett vollautomatisch. Ne? Das ist richtig. Ja, und hier oben würde dann der Trail anfangen. Sag mal, haben wir irgendwelche News oder was geht da ab? Also, ich wüsste nicht. Es ist ja extrem, wie der hier in der Gegend rumspringt.
Also so hier und da mal irgendwie 50 Punkte rauf und runter geballert im Sekundentakt, das ist schon ein bisschen arg. Also würde mich nicht wundern, wenn jetzt gleich noch so ein Ding noch durch die Decke fliegt einmal. Aber gut. Ach so, das meinte eben der Guido mit dem Panel. Ja, wenn man halt irgendwie mehrere Charts aufhat. Es kann natürlich dann sein, ne, wenn der Stereo-Trader guckt halt immer, ist irgendwie überhaupt Platz genug für mein Panel und wenn nicht, und dann macht er das eben zu, um eben zu gewährleisten, damit überhaupt noch irgendwas im Chart halt sieht, ne, und das Ganze noch dienbar bleibt. Und das kann dann eben dazu führen, dass halt, wenn man zu viele aufhat, dass das Panel sich dann automatisch wegklappt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das einstellen kann. Also wenn, dann geht es irgendwo über das Setup, über Min-Size und Max-Size. Ich würde hier gerade noch gerne irgendwie sehen, wo das Ding fliegt. Ob es nochmal so ein Schuss nach oben wird. Ist auf jeden Fall ziemlich spannend, was der Markt da irgendwie gerade treibt. Ziemlich heftig, finde ich. Also vor allen Dingen für die Uhrzeit. Ich meine, es ist zwar jetzt nicht irgendwie gerade der Nachmittag, aber das hier ist schon ein bisschen außergewöhnlich. Und zwar, wenn, dann müssten wir halt mal versuchen, hier über das Setup. Also hier bei. Gucken da, bei Layout müsste das dann halt minimal Chart Dimensions, ne, dass man die Werte vielleicht da mal verstellt. Also es ist per Standard auf 500 Pixel eingestellt, also die Breite und die Höhe 300. Und immer wenn die unterschritten werden, und dann macht er sich halt klein, beziehungsweise macht es halt ganz weg an der Stelle. Also da würde ich halt mal mit versuchen, ob das damit halt zu beheben ist. So, gehen wir nochmal höher. Oben an. Also Janik, hat er noch was nachgelegt? Nee, ne? Achso, das war gerade hier dann die Ergänzung dann halt, ne? Aber er selber hat jetzt nichts mehr geschrieben. So. Ich gucke gerade von oben durch. Wann bringst du Heiken Aschi wieder zum Laufen? Da weiß ich gar nicht. Also im MT4 müsste das eigentlich laufen, ne? Ob es im MT5 jemals gelaufen ist, weiß ich gar nicht. Timo, warst du da nicht mal dran? Der Timo ist ja noch da. Bin nämlich gerade nicht mehr so sicher. Sagt einfach, nee, ich bin mir da gerade wirklich. Im MT5 läuft und wir waren doch mal, aber ich kann mich jetzt irren mit dem Heiken Aschi. Aber gut. Können wir nochmal drüber quatschen. Also Heiken Aschi Charts tatsächlich ist im MT5 nicht möglich. Das Tool ist dabei, also als Sample Indicator dabei, zeigt aber irgendwas Komisches an, ne? Von daher ist es dem MT4 vorbehalten. So, dann der Frederik. Unter Einstellungen leuchtet die Versionsnummer rot. Hat das einen Grund? Ja, also nein, es hat keinen Grund. Normalerweise ist es halt eigentlich, das ist auch gerade jetzt nur bei der Zwischenversion so, ne, bei der 2700. Aber hier halt nicht mehr. Das ist hier 2701 Beta, dort ist das weg. Es hat nichts zu bedeuten. Also es ist tatsächlich nur bei der 2700 so und das ist irgendwie auch nur bei jedem zweiten Start ist das der Fall. Also ist ein kleiner Bug. Normalerweise würde da halt, also rot heißt, es gibt eine neuere Version, ohne dass irgendwie angeklingelt wird. Aber in der 2700 stimmt das so nicht. Das ist alles. Ne? Das ist halt so irgendwie, es hängt einfach mit intern mit einer Geschichte zusammen, die aber kein,
kein Drama ist. So, gehen wir weiter. Also ich weiß nicht, wer ist hier auf der WOT dabei in Frankfurt, weil da wird der Timo übrigens auch einen Vortrag halten für FX Flat, soweit ich weiß. Man korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Und dort gibt es dann genau solche Geschichten wie jetzt gerade hier dieses ATM, ne? Und noch so ein paar andere Sachen. Also es das heißt generell Thema Stereo-Trader und auch diverse Add-ons. Weiß nicht genau, was er davor hat, aber wer mag, darf gerne vorbeikommen in Frankfurt. Timo, wann hast du deinen Vortrag? Samstag oder Freitag? Freitag, 14:30 Uhr. Ja, ich bin auch da. Ich bin nur nicht, ich mache halt nur keine Vorträge in dem Sinn, weil ich halt den ganzen oder den halben Freitag auf der Live-Trading-Bühne, auf der Hauptbühne verbringe und das alles zeitlich nicht unterkriege. Und deswegen ist der Timo so nett und erzählt auch ein bisschen was zum Stereo-Trader dann. So, ich gucke mal gerade hier, der Janik hat doch noch was hinterhergeschoben. Ich habe die Fensterpanels geöffnet. Das kann nur in der, das kann wirklich nur in der Größe liegen, ne, Janik? Also ich vermute mal, das ist ja halt irgendwie gemeint. Also ich mache jetzt hier mal noch irgendwie ein zweites auf. Also wenn man dann anfängt, irgendwie hin und her zu switchen. Beziehungsweise ich müsste ja dann halt irgendwie groß machen. So mit den Tabs hin und her, ne? Und dann geht das Panel zu. Das kann eigentlich tatsächlich nur daran liegen, dass halt die Bildschirmgröße da halt nicht ausreicht. Und da würde ich einfach mal irgendwie im Lay in der Size auch oben probieren, ne? Also hier Layout Size. Und die dann auch mal irgendwie runterschrauben. Such mal mit dem gleichen Symbol, weil ich glaube, das hatten die Leute geschrieben, so wie ich das verstanden habe. Dem gleichen Symbol. Ja, anfangs. Okay. Weil unterschiedliche Symbole scheint ja bei dir zu gehen. Jetzt weiß ich nicht, ob es dann bei den gleichen auch geht. Hier dürfte schon mal gar kein aktives sein, das ist aber gerade ein anderes Ja, du Thema. hast einmal den Mini und einmal nicht den Mini, auf jeden Ah, Fall. okay. Ja, gut, deswegen ist einer auch fast. So, also, nee. Ja, es ist ernst gemeint. Ich bin scheinbar nicht so ganz da, ich weiß auch nicht. So, nochmal. Also. Jetzt ist auch passiv. Passiv, aktiv, ja. Also, so soll es eigentlich aussehen. Wobei mich hier gerade wundert, warum das Panel überhaupt erstmal links hinspringt. Was ist das denn eigentlich? Also da wird wahrscheinlich das Fenster, sieht man ja auch, da wird das Fenster irgendwie kurz, warum auch immer, kleiner gemacht. Naja. So, kommen wir nochmal was. Also wie gesagt, ich würde da halt oben über die Einstellungen, da würde ich halt mal mit versuchen. Also hier wirklich über die Size, weil eigentlich ist das der einzige Grund, ne? Also ich weiß halt, dass es so ein Sicherheitsding da drin gibt, damit man überhaupt noch an alles da rankommt und das Fenster sich halt, das Panel sich irgendwann halt verabschiedet. Ne? So, das passiert aber, wie man sieht, bei mir jetzt hier erst so allerletzten Drücker. Und wenn natürlich das Skype-Terminal nicht aktiviert ist, und dann ist wahrscheinlich dann erstmal gar nichts da. Ne? So, aber der macht halt hier dann das Skype-Terminal auf, weil dann halt eben der Platz nicht mehr ausreicht. Das kann eigentlich nur damit zusammenhängen. Ist dann also tatsächlich so gewollt. So. Oh. Ich gucke hier gerade mal weiter drüber. Ja, da kommt auch der Horst, schreibt auch dazu, das passiert, wenn die Auflösung zu klein ist und kein Platz mehr für das Panel. Ja. Also es ist wirklich so gewollt. Das sollte man wirklich dann, wie schon jetzt gerade ein paar Mal schon gesagt, also die Größe da halt einstellen. Ne? So.
Habe das Problem, dass nach längerem Laufen des Stereo-Trader, dass bei Wechsel des Chartfensters der Stereo-Trader auf bereit steht. Anzeige was? Auf Tick läuft? Nee. Da ist, also ich, es ergibt, er will jetzt nicht so einen ganz kompletten deutschen Satz ergeben. Ich versuche trotzdem mal irgendwie sinngemäß wiederzugeben. Habe das Problem, dass nach längerem Laufen des Stereo-Traders, dass wenn man das Chartfenster wechselt, der Stereo-Trader auf breit steht, der Tick läuft im Hintergrund, also die Kurse ändern sich, man kann es aber nicht bedienen. Ist da irgendwas bekannt? Nö. Also bei mir läuft auch alles 24 Stunden durch, 7 Tage die Woche. Und ist nicht der Fall. Ich würde aber da mal tippen auf, dass da halt irgendein Puffer irgendwo voll läuft. Das hat mit dem Stereotrader eigentlich nichts zu tun. Also es klingt mir einfach so nach irgendwie im VPS, der vielleicht ein bisschen unterdimensioniert ist. Und dass da halt einfach und mit einer Leitung, die vielleicht nicht dick genug ist, also mit einer Internetleitung, weil ist absolut nicht bekannt. Ganz und gar nicht. Also eher im Gegenteil. Ich sage auch immer, ey, lass doch das Ding einfach wirklich durchlaufen. Das ergibt dann eigentlich weniger Probleme, wie wenn man es halt irgendwie alles neu startet, permanent auf und zu macht. Also ist absolut so nicht bekannt. Dirk, Namensvetter. So. Wann kommt das History Trading im MT5 an? Ja, möglicherweise gar nicht, ne? Also ich meine, das, wie soll ich das erklären? Leider nur aus Programmierersicht. Also Metacodes hat den Strategietester im MT5 so spartanisch irgendwie aufgestellt, dass es einfach noch nicht mal möglich ist, irgendwo in die Textfelder irgendwas vernünftig eingeben zu können, ne? Also hier sowas zum Beispiel, wo dann halt Felder sind. Das funktioniert halt einfach alles nicht, ne? Und auch mit 1000 Tricks, also grundsätzlich im Beta-Modus, also nicht im Beta-Modus, sondern die Beta-Version kann das grundsätzlich, ja. Das ist aber eher wirklich rudimentär gedacht, um Sachen überhaupt mal irgendwie auszuprobieren, aber halt nicht wirklich zum History Trading. Hinzu kommt ja auch, dass man nicht irgendwie zum Beispiel Indikatoren und damit auch keine Bots irgendwie halt was dazufügen könnte. Also dieses ganze History Trading im MT5. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben, aber das hätte man besser irgendwie gelassen wie im MT4. Also mal grundsätzlich so vom Ansatz her, aber das ist im Vergleich zum MT4 ist es halt einfach Mist, ja. Und leider leidet da natürlich halt auch das History Trading vom Stereo Trader drunter, weil einfach viele, die ganzen Controls hier und so weiter, sind einfach überhaupt gar nicht darstellbar. Also funktioniert einfach nicht sauber. Das ist halt leider schade, weiß ich, ne? Aber ich konnte es nicht ändern. Wo war denn das jetzt hier gerade? Also hier vom Yannick auch, ne? Genau durch. Freiwillige. Ja, es sind teilweise, ich versuche halt hier deswegen ist hier gerade so ein bisschen still. Ich lese das halt alles, was ihr geschrieben habt. Und ein paar Sachen beziehen sich natürlich auch, sind halt einfach Antworten von Fragen von davor. Deswegen dauert das irgendwie gerade einen Moment, bis ich da durchsteige. So. Dann sind wir schon wieder beim Yannick mit einer neuen Frage. Was genau ist die Volatility Protection in den Einstellungen, wenn man den ST zu einem Chart hinzufügt? Es verzögert wohl künstlich die Orderausführung. Ich habe es auf Null gesetzt. Ja, eigentlich das Gegenteil ist der Fall, ne? Also, ich vermute mal, das ist ja irgendwie hier zu finden. Bin mir gerade selber nicht sicher. Und Expert Lists müsste. High Volatility Protection, genau. Und zwar, wenn zu viele Kurse zu gleicher Zeit reinkommen, zu viele Kursänderungen,
Und dann werden die teilweise gebündelt, beziehungsweise der Stereo-Trader, wie soll ich das sagen, der gibt die dann halt an der Stelle nicht alle unbedingt direkt weiter und versucht halt mit dem Datenfluss, der dann halt an der Stelle halt einfach ein bisschen overdosed ist, den halt auszudünnen, so dass halt eben nicht durch die Ticks, die ganze Zeit reinkommen, irgendwie alles andere permanent verstopft ist. Muss man sich so vorstellen, das ist wie so ein Flaschenhals, wo halt einfach oder eine kleine Eingangstür, wo alles reinkommt. Mit alles ist gemeint, alle Kurse, jede Mausbewegung, also quasi alles an Ereignissen, was halt eben da stattfindet. Und das muss alles durch dieses Nadelöhr, durch diesen einen schmalen Eingang durch. Und die High Volatility Protection macht halt genau das. Das heißt, die versucht es dann, die erkennt dann halt eben, dass halt eben sehr viele Ticks gerade reinkommen und versucht es dann halt eben zusammenzufassen. Und das kann schon mal helfen. Also die Standardeinstellung ist 25, ne? Und das funktioniert schon, die ganze Geschichte. Aber klar, also ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt wirklich mit rumspielen muss, ja. Und weil das ist ja eher so ein sehr, sehr, sehr technischer Wert und der einfach nur auf Erfahrungswerten halt beruht. Und das hat ja seinen Grund, warum der so eingestellt ist, ne? Und das ist eigentlich immer nur so die Abteilung, würde ich eigentlich die Finger davon lassen. Also es ist zwar da, diese Einstellmöglichkeit, heißt aber nicht, dass man jetzt wirklich dran rumschrauben muss, ne? Das ist eigentlich eher so eine Sache für den Support, wenn irgendwas halt nicht wirklich funktioniert, ne? Also es verzögert auf keinen Fall künstlich die Orderausführung, ne? Das ist ganz sicher nicht der Fall. So. Gut. Ja, echt, die Bola hier ist wirklich erstaunlich. So, sonst gerade keine Fragen. Ich hole mal ganz schnell mal irgendwie einen Schluck Wasser. Bin sofort wieder da. Also, wenn ihr noch was habt, rein damit. Und zwei, drei kriegen wir bestimmt noch hin. Allzu viele nicht mehr. Aber versuchen wir auf jeden Fall noch. Bin sofort wieder da, ja? Kann man die Handelshistorie vom ST in Excel importieren? Das sollte eigentlich gehen. Also man kann ja hier zum Beispiel bei History Export to CSV, ne? Und mit dieser Datei, die dann dabei rauskommt, die kann man auch in Excel importieren. Dafür ist es gemacht. Ja, ne? Ich meine, der Vorteil ist natürlich, dass der Stereo-Trader halt immer pro Instrument das Ganze ja dann halt auch bündelt und man dann nicht irgendwie wie im MetaTrader dann irgendwie alles komplett querbeet hat. Sondern eben dann halt nach Symbol halt ja dann auch sortieren kann. So, was haben wir denn noch? Da kommt nichts mehr. FX-Flat ist es auch gerade ganz still. Was heißt denn, es ist ganz still? Du sagst ja nichts mehr. Ja. So. Ja, auf diese Frage habe ich gewartet. Wo findet man die Datei? Ich habe jetzt gerade gedacht, hoffentlich fragt keiner. Ich weiß es nämlich auf Anhieb wirklich auch nicht. Ja, leider. Also die muss irgendwo. Warte mal, das Ding schreibt doch irgendwie. Mal gucken. Da steht's doch. Ach, guck. Ein Common Folder, STM D5, Statistics, da, da, da und so weiter. Habe ich ja doch mal irgendwann nachgedacht, weil mir das auch aufgefallen ist und.
Deswegen wird es hier angezeigt. Okay. So, Yannick ist hier hochmotiviert. Hohe Programmierung. Also wir haben halt bei, ich weiß nicht mehr, wie aktuell das noch ist, bei FX Flat mal eine Webinarreihe auch dazu gemacht. Also mit der Programmierung. Das sollte, also an den Grund, vom Grundsatz her ist das schon noch alles richtig. Die Syntax und so weiter, einzelne Funktionen haben sich mit Sicherheit geändert, aber das würde ich dir auf jeden Fall mal in die Hand geben. Und da halt mal irgendwie gucken bei YouTube, bei FX Flat, das müsste online sein, auch alles. Und bei den anderen Sachen, da würde ich dir sagen, schick mir am besten einfach mal eine Mail, also einfach an support@stereotrader.net. Und dann, wir haben halt, ich weiß nicht, wie versiert und fit du in Sachen Programmierung bist, aber grundsätzlich würde ich dich dann einfach mal zu Slack einladen. Mal gucken, ob man dich da halt irgendwie ein bisschen füttern kann mit Informationen dazu. Oder mal da einen Austausch auch dann hinkriegt. Ja, Janik, mach das am besten mal und dann gucken wir, ob da weiterkommen. Weil es gibt, also ich meine, es gibt schon irgendwie den einen oder anderen, wo halt was programmiert wird. Also leider nicht allzu viele, aber deswegen, das würde ich mir da mal angucken. Wie gesagt, wenn du da Fragen hast, dann würde ich dann versuchen, dir dann auch zu helfen. So, jetzt wird es aber langsam still und das ist auch gar nicht so schlecht, weil ich bin ja mal ein ganz großer Fan von 45 Minuten Webinaren, übrigens auch von 45 Minuten Live-Trades, aber es ist mir in meinen Livestreams irgendwie gerade nicht gelungen, ist jedes Mal ausgeartet, bis auf Oder es einmal. ist ein NFP-Live-Trading, Dirk, wo du sagst, du möchtest die US-Eröffnung eigentlich nicht handeln. Bitte was? Du hast ja manchmal auch bei den NFPs, dass du sagst, okay, du willst die nicht gerne jetzt noch die US-Eröffnung handeln. Und dann Ja, kommt sie immer näher und dann, ah, vielleicht doch. halt, aber dann immer nur, wenn ich in so einem blöden Trade halt irgendwie drin hänge, ne? Also, das habe ich halt wirklich die letzten Tage ein paar Mal hingekriegt. Das kann alles nicht wahr sein. Irgendwie dreimal, heute schon wieder. Heute habe ich aber dann aufgelöst. Komm, ey. Nach irgendwie weiß ich nicht, wie lange war es dann irgendwann auch mal gut. Also, aber das ist irgendwie, ja. Ja, immer wie man es vorhat. Also, montags Live-Trading auf gar keinen Fall mehr. Das habe ich heute echt bitter bereut. So. Na gut. So, also, wenn nichts dagegen spricht, hier ist ja, glaube ich, erstmal alles soweit auch beantwortet, so gut es ging. Und da jetzt nichts mehr hinterherkommt, letzte Chance. Also, falls noch jemand was hat, gerne noch her damit. Ansonsten würde ich das nämlich dann jetzt hier dann auch soweit erstmal dicht machen. Hier noch irgendein Monster-Trade auf dem Demo-Account auf. Gucken, ob da noch was passiert. Auf gut Glück. Schön mit ein paar Kontrakten Short rein, einfach. Ja, guck mal hier. Ein Demo geht doch immer. Das ist doch, guck mal. Guck mal, Demo, ne? Da musst du nur klicken und dann ist irgendwie am Schluss Gewinn da. Das ist unfassbar. Auf dem Live-Konto hat man jedes Mal irgendwie den Schweiß auf der Stirn stehen für irgendwie, um mal irgendwie 5 Punkte irgendwo reinzukriegen. Das ist irgendwie ein komisches Naturgesetz. Das ist echt abgefahren. Wahrscheinlich knallt er jetzt wenigstens durch die Decke. Das wäre dann zumindest mal legitim. Ich würde mich besser fühlen, wie wenn er jetzt komplett runtergeht. Ne? Ich fände das jetzt schon richtig gut, wenn wir hier fetten Verlust machen statt, aber es sieht irgendwie nicht so aus.
Sieht eher aus, als wären das jetzt gleich nochmal. Na. Also, ne, hier bitte nicht nachmachen. Ich klicke ja nur jetzt gerade, weil keine Fragen reinkommen, jetzt hier einfach nur wild auf den Knopf, um halt so ein bisschen Stresstest hier mal wieder zu machen, weil ich vorhin natürlich auch interessant war, so eine Meldung, wo dann halt irgendwie steht, dass halt irgendwie der Broker zu langsam ist oder so. Vielleicht sollte man die Meldung auch vom Inhalt mal überdenken, weil das ist natürlich Quatsch, ne? Also nur das Ding ist, wenn wir jetzt hier zum Beispiel, ja, wenn ich hier, sind 20 Positionen, ne? Also 20 einzelne Dinger, die da drin sind, und die hier alle quasi mit jedem Tick einmal komplett durchgewühlt werden, ne? Und alles neu gerechnet, auch irgendwie, wenn dann halt auch ein Trail oder weiß ich nicht, was halt dazu kommt. Und das potenziert sich, also nicht potenziert, aber multipliziert sich dann halt, ne? Und deswegen, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt den Stop ziehe, ja, oder Take Profit, nur mal als Beispiel, ja, in dem Moment, wo ich die Maus loslasse, muss der 25 Mal, also durch alle Positionen gehen, 25 Mal dann halt die Informationen an den Server, also an FX Flat in dem Falle weitergeben. Und das dauert dann halt eben, ich lasse mal jetzt los. Gut, das war die falsche Meldung. Nochmal. Sollte eigentlich eine andere Meldung stehen, aber es dauert halt einen Moment. Wo kommt denn da jetzt eine alte Meldung? Habe ich auch noch nie gesehen, muss ich sagen. Ja, das ist vorhin die. Ah, siehst du, ich habe es gewusst, das Ding Ja. kommt runter. Ja. Und klar, ne? Ich meine, wenn man nur eine Position drin hat, ne? Und dann geht das natürlich alles, also was habt ihr für eine Response-Zeit? 100 Millisekunden, oder? Weniger. Ja. Weniger. Also Du wir haben hast ja ja auch. jetzt im Ja. Demo-Server hast du unten ja schon hier an die 70 bis 80 Millisekunden und im Live-Server ist es noch schneller. Ist ja, glaube ich, so bei 20 oder so. Ja, ich hab das auch irgendwo mal gemessen. Also ist auf jeden Fall schon sehr ordentlich alles. Und aber klar, wenn man dann natürlich mehrere Positionen drin hat und dann, ne, dann muss, also der Stop-Loss und so weiter wird dann für jede einzelne Position dann halt hin und her geschickt. Und ganz besonders spannend ist es natürlich dann, wenn man trailt im Tick und dann kann man natürlich dann auch währenddessen quasi nichts mehr bedienen. Ne? Das ist halt klar. Das ist aber dann einfach den zu vielen Positionen geschuldet. Und ich sag mal so bei 3, 4 oder so merkt man es halt überhaupt nicht. Ne? Dort rauscht es dann einfach so durch, ohne dass man es mitbekommt. Und das ist übrigens auch so ein Punkt für die Volatility Protection, was wir vorhin hatten. Ne? Das ist genauso das Ding. Also, ne, weil irgendwo muss der ja dann halt auch mitkriegen, ey, da ist eine Maus und hier ist zu viel Wohler und, ne, und muss dann halt anfangen zu sortieren. Also den ganzen Informationsfluss. Und aber ist klar, ne? Also mit je mehr Positionen, umso zäher wird es. Liegt aber nicht am Stereo-Trader, sondern wirklich einfach daran, dass die ganzen Informationen wirklich sequenziell da halt im Millisekundentakt halt durchgeschoben werden. Ne? Und das ist halt klar. Also grundsätzlich ist das kein Problem, aber man darf sich nicht wundern, dass je mehr Positionen, weil ich kenne auch Leute, die zum Beispiel, die haben überall irgendwie permanent 0,01 irgendwas von weiß der Kuckuck, egal welchen Wert halt irgendwie drin. Und lösen dann permanent irgendwie die kleinen Gewinne auf und das ist ein bisschen merkwürdiger Trading-Stil, aber manche machen das so, ja. Und das sind dann plötzlich dann, ja, ich habe da wirklich schon gesehen, das sind dann über 100 Positionen da halt drin. Ja klar, wenn ich dann natürlich im Stereo-Future-Modus anfange, irgendwie den Stop-Loss zu ziehen für alle, dass dann nichts mehr geht, das liegt ja auf der Hand. Das ist halt logisch, ne? Dann muss man halt einen Netting-Account machen, dann ist das wieder anders, aber. Sind noch zwei Fragen reingekommen, Dirk. Ja, ich Vielleicht sehe es legst du mal eben gerade. rüber. Ja. Die schönen Money Lines, ja, genau, im MT4, die gibt es auch eigentlich im MT4 nicht mehr, ne? Das ist rausgeflogen, die Funktion. Also ich weiß nicht, wo du die noch gefunden hast, Janik. Also eigentlich sind die abgeschafft. Ja, das war vorher hier so die ML. Das wäre dann eher Zufall oder Fehler oder in welcher Version ist das denn? Also in der Klassik auf jeden Fall nicht mehr. Weil das ist, also der Grund war, die Money Lines, für die, die es nicht kennen, den Begriff, das war halt eine Indikation, die halt Clusterungen berechnet hat. Und das sah, also das heißt, wo man dann halt irgendwie Punkte im Chart hat der Stereo-Trader da halt berechnet, die dann halt auch reagiert haben. Und das Problem ist halt nur,
weil wir jetzt einfach schon seit ein paar Jahren so einen Seitwärtsmarkt haben, ne? Also ein bisschen, vor allen Dingen mal den DAX anguckt. Ich meine, wie lange steht der bitte schon bei 13.000 irgendwas rum, ja? Jahre. So, und das Problem war, dass dann halt einfach überall Clusterungen waren und dass dann plötzlich keine Linien mehr da waren, sondern einfach nur noch ein riesen Klumpen von Linien und man damit nichts mehr anfangen konnte. Und das war halt der Grund, warum das auch rausgeflogen ist und auch um den Stereo Trader an der Stelle so ein bisschen auszudünnen und nicht mit Indikationen zu überladen. Ne? Ich finde den Ordner nicht. Doch, also wahrscheinlich ist ja die Rede jetzt hier von dem History Trading, ne? Im Common Folder. Ja. Im Common Folder ist das. Das heißt, ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht irgendwas, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist, im Hintergrund irgendwie auf. Mal gucken. Ja, da ist ziemlich viel. Moment, ich gucke mal eben, ob ich das mal kurz hier darstellen kann. Den Folder mal zu zeigen. So, und zwar gibt es halt hier ja, ne, wenn man über hier Datei, Datenordner öffnen, da nicht, sondern einen Schritt zurück, da gibt es ja ein Terminal, Common und dort Files und dort muss man halt der Geschichte dann halt eben folgen, die dann angezeigt wird. Dort findet man dann auch die Datei. Ja, und zweifelsfall einfach hier dann CSV durchsuchen, nach Punkt CSV da oben eingehen und dann wird man das auch finden. Ja. Alright. Gut. So, war wieder nichts mit 45 Minuten. Aber ist ja okay, ich war ja auch ein bisschen später auf dem letzten Drücker. Nein, nein, ist schon in Ordnung. Also, ich meine, eine Stunde ist ja grundsätzlich angesetzt, von daher passt das ja. Nee, ich würde halt hier tatsächlich noch gern heute noch was hier noch fertig machen, also programmiertechnisch. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen auf glühenden Kohlen. Aber klar, wir haben es ja, beziehungsweise das Webinar ist ja dafür angesetzt und kam ja dann doch einiges an Fragen rein und freue mich auch, dass ich das ein oder andere beantworten konnte. Ich hoffe, es war hilfreich. Auch wenn irgendwie die eine Geschichte, ne, da muss ich halt irgendwie, wenn noch mal jemand irgendwie das Problem hat, ja, das und das reproduzieren kann, wann jetzt zum Beispiel der dann halt meckert und sagt, ja, ich kann halt irgendwie oder ich habe einen negativen Stop-Loss oder sonst irgendwas, dann bitte gerne mal her mit dem Beispiel, weil ich krieg's einfach nicht provoziert. Also ich habe es selber tatsächlich auch, ne, schon mal gesehen bei mir im Live-Trading, da war auch irgendwie plötzlich steht da irgendwie SL0, obwohl er da gar nicht sein soll. Aber wenn man sich ja nachher versucht zu erinnern, was man da jetzt eigentlich genau gemacht hat, dann fällt es einem natürlich nicht mehr ein. Und deswegen, wenn das irgendeiner halt beschreiben könnte, wann das wo, wie genau passiert, wäre ich total dankbar. Ja, weil ich ja auch natürlich logischerweise ein Interesse daran habe, dass wenn irgendwo Problemchen auftauchen, dass die halt eben auch rauskommen. Ne? Sondern stelle mich hier nicht hin und sage, kann nicht sein. Also ich, wie gesagt, ganz im Gegenteil, ich sage ja, ich habe es auch schon gehabt und krieg's nur nicht provoziert, weil es halt eben leider oder Gott sei Dank nicht immer der Fall ist. Oder was heißt Gott sei Dank, wenn es immer der Fall wäre, wäre es natürlich nicht drin, weil dann wäre es ja so nicht in die Release gegangen und niemals raus. Ne? Klar. Gut, alright. So, dann sage ich an der Stelle Dankeschön fürs Dabeisein. Und wann sehen wir uns wieder? Haben wir morgen früh Webinar, Live-Trading? Nee, oder? Nächste Woche Dienstag. Nächste Woche, okay. Ja, dann bis spätestens nächste Woche Dienstag. Und sage an der Stelle nochmal Danke, wünsche euch einen schönen Abend. Und ansonsten fällt mir da jetzt zu auch nichts mehr ein. So. Das letzte Wort gebe ich wie gerne immer ab und halte mich an der Stelle ganz schnell. Da freut er sich. Lass du mich aus oder freust du dich? Nein, Nein, ich finde es immer lustig, mit dir Webinare zu machen. ja, das Ich lache ihn nicht ja. aus, Gottes Willen. Nein,
Nein, ich bin, Nee. keine Ahnung, ich bin irgendwie nicht so, also man merkt es ja, ich haspel ja auch hier irgendwie permanent, ich weiß gar nicht wieso, ne? Also das, ich glaube, es ist manchmal so, wenn man irgendwie gedanklich dann halt woanders dann auch schon teilweise ist und dann fängt man irgendwie plötzlich an zu stottern und macht komische Satzbauten und wundert sich über sich selber. Also das ist bei mir so ein bisschen der Fall heute. Also sollte man nicht wirklich ernst nehmen, wird auch wieder anders. So, Alles aber jetzt bin gut. ich raus. So, tschüss, schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Aber wie gesagt, letztes Wort ist nicht auf meiner Seite. Ich danke dir, Dirk. Ich danke den Teilnehmern. Vielen Dank für die super Fragen. Ich hoffe, wir sehen uns alle dann am Dienstag 8:45 Uhr zur Börseneröffnung. Bis dahin, bleiben Sie gesund, passen Sie auf die Positionen auf. Schönen Abend. Ciao, ciao.